wenn ich den jetzt bei Retro machen würde, würde ich sagen, chill mal. Ah, ja, nö. Wir machen jetzt direkt weiter, oder? Klar, natürlich. Willkommen zurück zu Die letzte Schlacht der Elfen, dem siebten Teil, dem besten Teil der Serie. Wir werden es herausfinden. Wir haben im letzten Teil irgendwie ein paar Endgegner besiegt und viele Rätsel gelöst. Und jetzt haben wir neue Runen bekommen, die wir direkt mal ausprobieren möchten. Nenn es bitte nicht Runen. Nenn es bitte nicht Rätsel. Lernt die Fähigkeit Nierenhieb. Das ist bestimmt für Farodin. Rune des Kriegers bekommt Farodin. Rune des Kriegers bekommt Farodin. Rune des Geistes ist wahrscheinlich für Selfia. Und Rune des Rächers wird dann wohl für Willi sein. Ja. So. Leider gehen uns so langsam die Mana-Tränke aus. Ich hätte vielleicht damals noch ein paar mehr davon kaufen sollen. Aber ich nehme mal an, das Dungeon hier kann jetzt nicht mehr so lang sein. Ich denke mal, Dungeon ist zu Ende. Wir gehen jetzt durch und sind durch. Heile deswegen auch mal noch nicht. Hatte ich auch nicht vor. Ich wollte mir nur unsere neuen Fähigkeiten angucken. Rundumschlag 2. Nierenhieb richtet einen enormen Schaden an. Mhm. Kritischer Stoß 2. Schmettertritt 2. Phönixschlag. Rennt zum Gegner und tretet ihm. Das ist echt geil. Und was hat Willi so Schönes bekommen? Oh, Machtstrahl 2. Ein Strahl der Dunkelheit. Eine Kugel der Finsternis. Und Heilung 2. Super. Na gut, neue Zauber sind wie immer gut. Gehen wir mal durch und du hast recht. Das war's. Ja. Können wir uns ins Inn gehen und uns ausruhen. Genau. Kaufen wir ein paar Mana-Tränke und dann kann man bestimmt mit dem Chef fahren. Das Inn war hier oder da oben? Ich bin mir nicht ganz sicher. Hier war es nicht. Das ist Don Miguels Haus. Ja. Nehmen wir hier irgendwie zu zweit vier Betten. Das war es. Schön, dass im Inn übrigens weniger Betten sind. Zwei reichen ja auch völlig aus. Eins für Farodin und Selfia und eins für Willi. Nein, ich machen sie da einen Dreier. Ja, aber das ist ja nicht jugendfrei und deswegen wollen wir darauf erstmal nicht weiter eingehen, denn wir haben hier kein Trash-Game vor uns, sondern ein hervorragendes Videospiel. Was? Genau. Kauf mal 20 Mana-Tränke. Ich kauf mal 50. Okay. Kostet doch nichts. Aber keine Heiltränke mehr? Au. Scheinbar nicht. Wir sind irgendwie. Waren ja echt ausgebrannt am Ende. Das kann gar nicht sein. Ah, es gibt geringe Tränke und leichte Tränke. Was? Geringer Heiltrank 1000 und leichter Heiltrank 1200. Oh Mann, Alter. Oh, ey. Nee. Alles klar. Naja. Ja. Ja. Man muss eben für den kleinsten Scheiß neue Items erfinden, ne? Ja. Und hier ist wieder so ein Stuck-NPC. Der würde eigentlich eher zu Heiling Quest passen. Nee, das ist schief. Das sollten wir als unser eigen nennen. Es gibt sowieso keine andere Wahl, anders kommen wir hier eh nicht weg. Wir klauen also einfach ein Schiff. Ja, was heißt wir klauen? Das gehört niemandem. Was? Also weiß jemand von euch, wo der nächste Turm ist. Aber weißt du, was ich sagen muss? Irgendwie magisch ist das, dieses Spiel. Die ganze die Musik aus Secret of Mana und die Musik nimmt, die man aus Vampire's Dawn und unterwegs in Düsterburg kennt, aber so vom Anfang des Spiels, weil ich mag diese Musikstücke irgendwie. Du findest die generisch und trashig, aber ich mag die. Ich bin damit aufgewachsen, Steve. Für mich. So lehm ist das halt Spiele wie Letzte Schlacht der Elfen, diese Musik auch nutzen. Ja, genau, und ich finde, das macht diese Stelle gerade viel sympathischer, weil dadurch kommt gerade irgendwie voll die Vampire's Dawn und auf. Und das ist gut? Ja, das ist hervorragend. Das ist besser als jetzt die Schlacht der Elfen-Atmosphäre. Also weiß jemand von euch, wo der nächste Turm ist? Warum sollten ihr es wissen? Wir sollten erstmal in die Stadt, weil es wisst. Das Schlimme ist, es ist nicht ein Stadtteil, oder das ist ein Vorort vor Köln. Das ist ein Vorort vor Köln. Ich glaube, ja. Den Namen habe ich doch die Sache ist, Freunde von meinen Eltern wohnen dort. Ich glaube, das wird zwar ein bisschen anders geschrieben, aber ich kenne das auf jeden Fall. Nee, Weilerswist gibt's direkt. Weilerswist Postleitzahl. Das wird aber auch direkt so geschrieben, ne? Ja. Okay, gut, dann wird's direkt so geschrieben. Also wie gesagt, schau mal nach, wo es ist. Das ist ein Vorort von Köln, oder? Ich schaue gerade mal eben. Nordrhein-Westfalen auf jeden Fall. Das ist schon mal sehr gut, ja. Weilerswist ist eine Gemeinde im Kreis Euskirchen im Südwesten des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen. Okay, da ist trotzdem irgendwie eine große Stadt in der Nähe, weil
Und hat hat 15 Ortsteile, der Ort hat 15 Ortsteile. Ja, und Regierungsbezirk Köln. Siehst du? Aber nur der Regierungsbezirk, das ist schon eine komplett eigene Stadt. Ja, ne, das ist eine alleinstehende Stadt, das ist schon, ne, deswegen meine ich ja einen Vorort, ne, so ungefähr. Ne? Ja, ich meine, es hat 14 Ortsteile, ja, also dieser Ort. Also, aber nur 288 Einwohner je Quadratkilometer. Ja, da haben die Leute eben große Grundstücke. Also, da können halt nur die reichen Leute hin. So, das ist eher so ein Dörfer, die quasi offiziell zu einer Stadt zusammen gemacht wurden. Ja, ja. Ja, ja, also, ja. Ja. Weil man nach Weilers ist. Genau, genau. So, dann sollten wir uns erstmal ausruhen. Ja, ich denke, das ist machbar. Die Stadt ist westlich von hier. Sollte schnell zu erreichen sein. Aber immerhin, Ankloas baut Real World-Anspielungen ein. Und Farolin hat sich gerade eben vor unseren Augen in ein Schiff verwandelt. Ist erinnert mich an Turbotin. Oh nein, ist doch Westen. Wo reist du gerade hin? Sorry, es tut mir leid, Mann. Oh, Junge, ey, jetzt kriegt dich. In so einem Spiel sollte man nicht frei erkunden. Du weißt, es kann immer Gamebrecher auslösen. Ja, es ist doch in Ordnung. So wir reisen jetzt strikt nach Westen. Ja, okay, hierhin also. Ja. Ich mach das einfach mal. Ist das hier, weil ihr das wisst? Fragen wir doch mal diesen alten Mann hier. Ich will, dass es endlich alles so wird wie früher. War alles besser. Das klingt irgendwie nicht danach. Ja, früher waren die Spiele auch noch alle viel besser. Heutzutage gibt es nur noch so Schrott von EA und so und alles ist so Einheitsbrei und dann gibt es noch DLCs und alles ist online und es gefällt mir überhaupt nicht. Heute geht alles aufs Haus, weil ich Geburtstag habe. Was? Danke und herzlichen Glückwunsch. Mhm, und was genau dürfen wir jetzt hier kostenlos rasten? Ja, das wäre ja auch meine Vermutung gewesen. Können wir hiermit interagieren? Nein. Ich muss sagen, dass so eine Treppe sehr praktisch sein muss in so einem Hotel, ja. Das ist ja keine Treppe, das ist eine Leiter. Ja. Wahrscheinlich ist es gleich wieder ein Plottraum. Da wären wir. Ist zwar etwas spärlich aufgebaut, aber hier können wir eine Nacht nächtigen. Ja, eine Nacht nächtigen. Was willst du sonst in der Nacht machen? Ja, wir brauchen aber noch etwas zu essen. Ich verhungere schon. Dann mache ich mich mal auf den Weg und schaue mal, was ich finde. Unten beim Supermarkt. Okay, ich möchte einen Truthahn. Was? Bis später. Ja klar, aber warum nicht? Farodin sucht jetzt einfach nach irgendeinem Steakhouse oder sowas, ne? Was? Ja, und in der Zeit kann er sich jetzt perfekt an Sylvia ranmachen. Hervorragend, der Plan geht auf. Das ist mal wieder so ein Plot, ich muss Essen holen gehen. Was? Und da sagt mal irgendjemand, dass GZSZ an den Haaren herbeigezogen ist. Sorry, aber das passiert bei GZSZ nicht. Und Sylvia, wie geht es dir heute? Weiß nicht, ich fühle mich sehr gespannt. Nicht angespannt, einfach nur gespannt. Wieso das denn? Geht es dir nicht gut? Doch, eigentlich schon. Nur ich... wieso sollte ich dir davon erzählen? Erzähl es mir, vielleicht kann ich dir helfen. Das mit Farodin. Wir haben uns irgendwie auseinandergelebt. Ey, wirklich, ich brauche echt eine Facecam, weil ich schon wieder sowas von Giga am Rumpfacepalmen bin, ja. Das ist so geil. Wo kommt das her? Das schon sehr, sehr lange. Außenrum tun wir immer ein auf heile Familie. Verstehe. Seitdem unsere Tochter getötet wurde, wie kommt man ihre Tochter? Haben wir seitdem nicht mehr miteinander geschlafen. Oh. Vielleicht fällt es Farodin sehr schwer. Das Einzigste, was er will, ist, dass ich ihm befriedigen soll. Alter, du hast mir gesagt, das Spiel ist nicht mehr trashig. Was zum Teufel? Seitdem schlafen wir nicht mehr miteinander. Er will nur noch, dass ich ihn oral befriedigen soll. Was?
Was zum Teufel, was? Vor allem, dass sie ihm das einfach so ganz offen erzählt, ja? Das habe ich noch nie in einem Spiel gelesen. Das ist ja jetzt gerade wirklich hardcore, was das Spiel ganz plötzlich mit uns macht. Das ist trash. Steve, du hast mir gesagt, das ist ein gutes Spiel. Steve, du hast mir gesagt, dieses Spiel ändert sich, das ist nicht mehr trashig. Nein, ich habe gesagt, das ist kein Trash-Game, nur dass es trashig ist. Das war jetzt gerade auf jeden Fall die trashigste Szene, die ich. Also, das ist ja, Trash auf ganz neuer Ebene. Ja. Das hast du noch nie gesehen. Das habe ich aber, wirklich noch nie. Wow. Vor allem ist gerade immer noch alles so. Mann, dann nimmst du ganz plötzlich aus dem Nichts heraus und ich soll dir nur noch halbe Friedrich. Was hat sich Herr Klaus dabei gedacht? Der Dialog war doch bis dahin eigentlich sogar noch ganz sinnvoll. Was ist das für einer? Nicht nur unser Intimleben hat Problem, auch unsere Beziehung geht von meiner Seite aus in die Brüche. Er behandelt mich wie eine Sklavin, was? Ich darf mich mit keinem anderen Mann... Was zum Teufel hat Ankruas da gerade geschaut, als er hier... Ich frage mich ja, was gerade in seinem echten Leben abgelaufen ist, das ist so, was hier gerade bei rauskommt. Naja, das, nee. Also das ist gerade eigentlich schon so dieses typische so Nachmittagstalkshow, so von wegen, ja, da habe ich meiner Frau verboten, sich mit anderen Männern zu treffen, weil die könnte mir ja fremdgehen, die kleine Hure, ne? Also das ist jetzt, das glaube ich jetzt nicht, dass Angrua, ich meine, überleg mal, also Angrua würde ich jetzt persönlich nicht als stark genug in der Beziehung einschätzen, so von dem, was wir anhand seiner Spiele bereits rausinterpretiert haben, dass er es seiner Freundin einfach verbieten würde, sich mit irgendjemandem zu treffen. Deswegen glaube ich tatsächlich mal nicht, dass es Real World ist, sondern das ist halt einfach nur... Es gibt Männer, die so sind. Ich meine, die Talkshows kommen tatsächlich daher, weil tatsächlich auch welche... Nö, das ist mir schon klar. Ich würde es ja auch nicht anders machen. Natürlich, ne? Alter. Ich bereue es, ihn geheiratet zu haben. Warum das her? Bisher doch die ganze Zeit waren die irgendwie eine glückliche Beziehung. Aber... In diesem Spiel noch, die haben sogar noch vorher in dem Spiel darüber geredet, ne? Sehr viel, das tut mir leid. Bist du deswegen immer so ruhig? Ja. Wieso lässt du dich nicht von ihm scheiden? Achso, das ist also da auch so in dieser Welt, ja? Klar, normal, weil Scheidungen sind mit jeder Religion konform. Wenn ich das machen würde, würde er ausrasten. Und ich weiß nicht, was passieren wird. Es fragen Sie sich ein bisschen psychisch. Farodin ist jetzt psychisch krank. Das ist so geil. Ich stelle mir das schon richtig gut vor, wenn Farodin dann gleich vom Einkaufen zurückkommt. So, Sevier, jetzt blas mir erstmal ein und danach koch uns was Schönes, du kleine. Ja. Ich möchte aber ganz kurz auch darüber nochmal kurz sinnieren, ja, dass Sevier mit den Dunkelelfen darüber spricht. Der Dunkelelf, der Antagonist der ersten beiden Teile. Einen Typen, den sie auch noch im fünften Teil umgebracht hat. Ich wünschte, ich könnte dir helfen. Ich weiß, wie du mir helfen kannst. Jetzt betrügen wir Farodin, genauso wie wir im vorherigen Teil Edwin betrogen haben. Also Alia und Dingsbums hier, ne? Das Schlimme ist, diese Pose würde ich jetzt extrem gerne für mein eigenes Spiel klauen. Sevier, bist du sicher, du machst das Richtige? Sei still und verwöhn mich. Okay. Plötzlich Trash. Diese Pose, wo hat er die her? Hat er die selbst gescriptet? Selbst gepixelt? Sevier. Oh, scheiße. Farodin, das ist nicht das, wonach es aussieht. Was soll das sonst sein? Schwein, erzählt dir ein. Farodin hat schwarze Tränen. Ich kann nichts dafür, frag Sevier, was du mit dem herabziehst. Das wirst du büßen. Ich hasse dich. Oh, jetzt kommt Evil Farodin wieder zurück. Wow, und hat ihn gerade mal mehrere Meter weit gesteuert, genauso wie in Dragon Ball. Ah! Du bist echt hirnlos. Du bist so widerlich, Sevier. Wie kannst du mir das antun?
Dafür werdet ihr bezahlen. Geht es dir gut? Jetzt kommen jetzt die beiden zusammen, oder wie, ja? Das ist gerade, die Plot-Twists werden wirklich immer bescheuert, vor allem jetzt ist doch unsere Gruppe wieder im Arsch, ne? Theoretisch. Naja, mal gucken. Ja, geht schon. Ich glaube, das war's mit der Gruppe. Das ist alles meine Schuld. Nein, es ist nicht deine Schuld. Es hat Faro die nun vor. Oh oh, ein Chrono-Trigger, Zeitreiseportal. Oh mein Gott, nein, leider erinnert mich das mittlerweile an meine Legion of Chaos 2, das ist das Schlimme. Ein Chrono-Trigger, Steve, hör auf an schlechte Spiele zu denken, okay? Okay? Ich versuche es. Das ist das Portal, wovon ich dir erzählt habe. So lange haben die jetzt gewartet, dahin zu gehen, ja? Und zu was führt es nun? Und wieso war es vorher noch nie da? Das kann nur durch die Zerstörung des Weltensteins erschienen sein. Bist du schon mal da durchgegangen? Nein, ich habe es auch erst neulich entdeckt. Wir sollten auf jeden Fall das Portal betreten. Ich weiß nicht. Nur keine Scheu. Wir können ja bestimmt wieder zurück. Lass uns gehen. Ich habe ein ungutes Gefühl bei der Sache, Edwin. Es wird nichts passieren. Los geht's. Wo sind wir? Und wann sind wir? Vielleicht wird Lavos erscheinen. Alia! Verdammt, wo ist sie hin? Scheiße, irgendetwas stimmt hier nicht. Gehen wir jetzt Alia ins Team, oder wie? Die sehen gefährlich aus, die Biester. Was soll's, ich bin sowieso der Stärkste. Oh, nee. Jetzt spielen wir also Edwin, ja? Jetzt spielen wir Edwin. Schau doch, er, er ist auf jeden Fall wesentlich stark. Guck mal, er kann Blizzard. Machen wir direkt mal. Ein Mana-Raub für einen Mana. Oh, Mana-Raub klingt. Ja. Aber nur 100. Komet, mach mal Komet. Das kostet 400, das konnte ich schon von Anfang an nicht einsetzen. Stimmt. Wow. Die Gegner sind plötzlich ein bisschen stärker. Okay. Machen wir Mana-Raub. Wo zum Teufel sind wir hier? Etwa in der Hölle? Oh. Und wie findest du Edwins neues Battleset? Guck mal schnell, das Problem ist gerade leer. Was? Ja, das ist halt so ein was ja, ist bei ihm. Ist okay, wir. Oh, guck mal, wir wurden geheilt. Ist ja cool. Also fassen wir nochmal kurz zusammen. Also, nachdem die Tochter gestorben ist, ja? Also schön, dass es noch eine Rolle spielt, tatsächlich. Ja, also es gibt richtig Faktor noch, ne? Seitdem hatte Farodin keinen Bock mehr auf Sex, aber auch keinen Bock zu wichsen. Also hat er sich gesagt... So kann man das auch ausdrücken. Also hat er sich gesagt, Mensch, ich habe ja hier eine Frau, die kann mir hier einblasen. So. Und weißt du, in dem Blasen kann sie auch noch kochen und putzen. So ungefähr, also das war jetzt Farodin. Ich habe keinen Mühe. Sie hat keinen Bock mehr darauf und dachte sich, oh, also dieser Dunkelelf. Ja, oh, den blase ich jetzt mal ein. Oh Mann, also zwei Dämonen ist echt anstrengend. Also. Und ich habe auch aktuell kein Menü, ne? Dieser Story-Twist. Wo kam der auf einmal her? Ich verstehe es nicht, aber er ist ehrlich gesagt ziemlich cool. Wo kam der her? Ich hoffe, du lernst den Partner natürlich, Blasen, orale Befriedigung ich oder. Keine Ahnung, wie ich den Part genau nenne, aber das werde ich, werde ich im Laufe der Zeit noch herausfinden. Du hast auf jeden Fall jetzt mal das erste Mal wirklich die Möglichkeit, Titten und Sex in einen Sub-Nicht-Richtig-Titel zu packen. Ja, ich kann den Part nennen: Steve bläst mir ein? Fragezeichen. Und natürlich eine rote Pfeile und man muss da einbauen, ja. Ja, ja, na klar. Ja. Trashiger als Apple Red Swap? Ich muss sagen, das war jetzt wirklich eigentlich fast schon der Tiefpunkt der Serie. Also, wow. Das kam so aus dem Nichts. Ja, einfach so. Los, wir gehen mal ins Hotel, wir sollen nach Westen gehen, vielleicht geht's da irgendwie weiter. Vor allen Dingen so, ja, geh mal los und hol mal ins Urteil, okay?
Ja, und ich dachte schon, Willitronit wollte den Truthahn nehmen, um sich zu befriedigen. Ich dachte jetzt, dass ich Willi sich einfach an Selfie ranmacht und sie. Ja, das dachte ich eigentlich auch, aber. Sie einfach dann vergewaltigt oder so und dann sie weiß, okay, gut, naja, ist halt so, ne? Oder es gibt dann andere, die Probleme, aber deswegen, nein. Und deswegen müssen wir am Ende Willi Trulitsch töten wegen dieser Aktion, ja? Nein, 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 so funktioniert das Spiel nicht. Wenn ich begibt ja gut und böse Ende. Das heißt, ich gehe mal davon aus, dass dieses gut und böse damit zu sein hängt, wahrscheinlich ob Parolin am Ende alle killt oder nicht killt. Ich denke mal, darauf wird sie hinauslaufen. Nee, dann dürfen wir speichern. Naja, gucken wir mal, wie viele Gegner hier noch kommen. Ich werde es auf jeden Fall mal noch wegklatschen. Ich glaube, wir können Comet einsetzen. Oder ist, ja. Das Problem ist halt, er kostet unser ganzes Mana. Aber er hätte den Gegner wahrscheinlich auch direkt getötet, oder? Problem ist, mehr als 9.999 kann Zauber nicht machen. Genau, das war nämlich gerade meine Frage. Kann man mehr als 9.999 machen im 2K3? Nee. Dann ist es egal. Kann jetzt wieder Dings machen. Boah, dann sollte der Gegner eigentlich auch tot sein. Hier ist ein Crystal. Genau, hier ist ein Crystal, aber ich denke mal, an diesem Crystal werden wir dann erst im nächsten Part von Die letzte Schlacht des Edwin weitermachen. Ja. Wenn wir herausfinden, warum Farodin plötzlich so Psycho geworden ist und warum Zephyr so eine kleine Schlampe ist. Bis zum nächsten Mal beim trashigsten Shit, den YouTube mal gesehen hat. Die letzte Schlacht der Elfen 7. Tschö.